Moin, meine Kampfkumpel-Zwerge und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von The Mortuary Assistant. Ich sag's nochmal lieber so. The Mortuary Assistant. Genau das gute Ding. Ich bin gerade kurz... The Mortuary Assistant. Okay, das läuft. Ich war gerade leicht verwirrt. Ja, wir versuchen ja immer noch das fünfte und das letzte Ende zu bekommen. Das fünfte Ende, da brauchen wir eine ganz bestimmte Filmsequenz, die randommäßig getriggert wird. Ich glaube, da kann ich absolut nichts machen, außer weiterspielen, 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 bis wir das endlich haben. Und ich vermute, das sechste Ende bekommen wir erst, wenn wir alle Enden haben. Ich bin mir da ein bisschen unsicher. Ich würde sagen, wir starten einfach rein in unsere 10. Schicht und werden mal wieder den Dämon austreiben. Let's go! Ja, Schweinebacke. Warum denn nicht? Aber es ist auch ein bisschen schwer, dieses eine Teil zu bekommen. Also, das habe ich seit Ewigkeiten nicht mehr gehabt. Nein, du solltest eigentlich aufbleiben. Love you, Dad. I love you too. Bitch, wollte ich gerade sagen. Ah, ja. Ich glaube, ich kann hier nichts mehr weitermachen. Gut, los geht's. Ab zur Arbeit. Nur diese eine Filmsequenz, mehr will ich ja nicht. Zu Auto machen wir mal... Wow, was war denn das für ein Ruckel? Wieder laut auf meinen Ohren. Kann ich eigentlich. Kleinen Augen. Ach nee, dann wird's eklig. Dann wird's von der Qualität her ein bisschen eklig. Wenn ich das ein bisschen heller stelle, die garantiert nur daran, dass gerade die Sonne wieder in mein Zimmer reinscheint. Wir brauchten das eigentlich. So. Ich werde hier einfach schon mal das reinpacken. Und los geht's. Vielleicht sollte ich auch, At least I can keep track of things. Vielleicht sollte ich... Hier. Oh, Leute. Ans Telefon gehen. 18998. Perfekt, wir sind drin. Dann wollen wir mal uns den neuen Kandidaten anschauen. So, wir wollen ungestört sein. Warte, ich muss die Tür erstmal aufmachen. So, guten Tag. Wen haben wir denn hier? All. Kann ich ihn Karl nennen? Sheila. Und Angelina. Sotto. Okay. Irgendwie passen die Namen alle miteinander. Dann wollen wir uns mal den L angucken. L. Ganz komischer Name. Existiert eigentlich so ein Name? So, Sportsfreund. Es ist ein junger Mann. Guten Morgen. Wie geht's? Wie steht's? Öfters hier? Ja, wahrscheinlich nicht, ne? War ja nur eine Frage. So. Dann wollen wir dich mal durchchecken, mein Freund. Dreh dich mal. Hallo? Du hast aber eine Beule auf dem Kopf. Ganz schön dunkel, ich mache einfach mal zu. Oh!
Das T mit dem Pick gehen. Das T mit dem Pick gehen. So. Ich habe viele Tees mit Pick gehen. Gut, warte mal. Mein Glücksbringer. Vielleicht muss ich auch hier alles anhören. So machen wir einfach mal die Standards. Aber ich hatte dieses eine Teil wirklich seit Ewigkeiten nicht mehr, ne? Geht aber schon ganz schön schnell mit dem ersten Symbol. Ich glaube, der Dämon wird es wissen. Warum in jeder Nachtschicht ich hier habe, in jeder Schicht, warum zum Henker regnet's? So, Earl. Ich kann deinen Namen absolut nicht aussprechen, mein Freund. Rechte Schulter, rechter Arm, linker Arm, rechtes Bein. So. Den haben wir. Bitte fress mich nicht, Dämon. Wie bin ich nochmal unten in den Keller gekommen? Mit dem Code, ja. So, dann wollen wir mal ein bisschen unsere Arbeit vollziehen, ne? Was hältst du davon? Find ich sehr toll auf jeden Fall. Wir gucken nochmal. Gut, hier sind die Eye-Clips, hier sind die Aorta-Teile. Bisschen was zum Aufpieksen und die Nägel gleich nebenan. Das finde ich sehr schön. So. Dann zeig uns mal dein Lächeln. There we go. Gut, der ist jetzt nicht so glücklich. Wäre ich auch nicht. So, Augenteile. So, bap, bap. Alright. Alright. Jetzt muss ich kurz überlegen. Nur eine Filmsequenz. Komm schon. Komm schon, Spiel. Gönn mir diese eine Filmsequenz. Mehr will ich ja nicht. Nein, nein. Er hat geatmet. Er grinst! Der ist voll glücklich! Gib mir die Filmsequenz, dann bin ich auch glücklich. Was hältst du davon? Bärbel! Ich glaube, würde ich so ein... Alter Falter, der legt ja los. Wir müssen mal gucken, ob es wieder der Dämon von dem ersten Dings ist. Nein, ich gucke nicht. Könnt ihr vergessen. Ich habe mir geschworen, hier alles auszublenden. Das gibt's nicht. Es ist Earl. Da unten. Ich muss ja eh gleich eine Runde rum. I can't use that here. I cannot use that here. Yes, aber jetzt. Hör auf zu grinsen, du bist jetzt gleich leer gepumpt. Gut. Da ich dieses Geräusch absolut nicht ab kann und ich das mein PC wieder ein bisschen lauter gemacht habe, muss ich das auf meinen Ohren leiser machen. Und let's go. Müsst ihr nicht verstehen. Ah, verdammt, ich wollte ja mal ein paar Leute ein bisschen so verbrennen. Ist das laut?
Wie kannst du eigentlich quatschen, mein Freund? Wenn ich dich zugetackert habe, kannst du mir das mal sagen? Ja, guck mal, ich bin voll nett und so. Ich musste gerade überlegen, was ich machen muss. So. So, wenn du mir heute die Filmsequenz bescherst, mein Freund, bekommst du das nächste Mal einen Burger. Bring ich die da mit? Ich schwöre. Was hältst du davon? Entschuldigung. So. There we go. Here we go again. Ich weiß nicht, wieso ich das immer singe. So. Ist jetzt noch nichts. Sagte sie und gleich passiert irgendwas. irgendwie will ich hier gerade nicht weg. Gut, wir müssen das Teil bereinigen. Will you help me? Naja, ich weiß ja nicht, oder? Ja, gib mir Bilder. '70, weiß ich immer noch nicht, was ich damit machen soll. Ich habe immer Schiss, dass hier irgendwas steht, ne? Gruselig wäre es, wenn ich jetzt die Tür aufmache und er sitzt da. Und guckt mich dann an, so. Ja, Gollum. Gut, mein Freund. Da sind sie doch. Dann wollen wir dich mal gleich glatt wischen, ne? Der fing aber sofort. Guck doch mal, wie glücklich der ist. Alright. Wie kann man glücklich sein, wenn man tot ist? Das muss ein Dämon sein. Schön, dass unser Jetzt brauche ich nur noch diese eine Filmsequenz. Sure. Schnell rein, diesen Dämon. Ein Haar. So. Nicht Angeline, sondern. Guck mal, sie wird zum Einhorn. So, bleib mal kurz da. Oh, doch, nee. Ich gebe das, bevor ich das vergesse. Ein Haar. Zwei haben wir. So, Schätzekin. Sheila. Mensch. Sheila ist aber... Sheila ist aber auch ein sehr seltener Name. Ich will da nicht hin. Eigentlich müsste ich mehr rausgehen. Aber nein, Leute. Warum? Einfach ignorieren. Das Beste ist, einfach alles zu ignorieren, was ignoriert werden kann. So überlebt man das alles. Ne, Sheila? Schätzekin. Hat sie erstmal da eine dicke, fette Beule auf der Stirn? So. Ich habe irgendwas aufgeschrieben, was ich
Schneit es hier gerade? Waren hier schon immer so viele Orbs? There we go. Ich frage für einen Freund. Gut, Sheila, meine Gute. Bleib liegen. Entspann dich. Schulter. Rechtes Bein und linkes Bein. So ein Symbol, dann hätten wir eigentlich schon den Namen von den jungen Mann. Ich bekomme diese Filmsequenz nicht. So, rein mit der. Wenn sie da oben plötzlich sitzen würde. Gab es das nicht schon mal? So, meine Gute, dann wollen wir dich mal präparieren, ne? Ob du dann auch lächelst danach, weiß ich nicht. Also, Elle fand das richtig geil. Der hat danach wirklich gelächelt. There we go. Täuscht es nur oder hat sie sehr große Lippen? Ich frage für einen Freund. Ich dachte gerade, das würde was sein. Nein, ich würde gerne. Genau. So, machen wir die Äuglein. Rebecca, come here. Come here now. Oh, das kennen wir doch. Mom. You stupid bitch. Hate me all you want. He's dead because of you. You should be the one here. Lifeless. Worthless. It's me. Ganz komisches Tee oder so. Gut, wir können den Dämon schon... Yep, ihr wisst schon. Herausfinden. Das dürfte es sein. Ja, doch, das dürfte es sein. So, ich habe ein Tee mit... Alter Haar und das andere. Tee, alter Haar. Was zum Henker. Ich glaube, das ist das hier. Die Reihenfolge stimmt auch schon. Also... Ich glaube, die Immolation-Dämonen, die sind zackiger unterwegs. So. Ich gehe nochmal kurz gucken. Weil bei denen... What? People make up stories. Death is a scary thing to a lot of people. No one's embalming any ghost bodies or whatever. Aber es ist irgendwie auch kacke, wenn ich einfach diese eine Dings nicht bekomme. Er geht auch schon richtig gut los, ne?
right. All right. So, das nehmen wir. Und ein bisschen das gute Wässerchen. So. Finde ich schön, dass wir so eine großen Schubfächer für so wenig Dings haben. So, ne? Weißt du Bescheid? I can't use that here. So. I can't use that here. Oh Gottchen, sorry. I'm missing something. Hä? I'm missing something. Ach Gottchen, sorry, jetzt war ich gerade auf einem anderen Planeten. Hä? Da unten, hä? Warum sind die Schränke zu? Was ist rumgeflogen? Ich brauch ne Filmsequenz, aber ich bekomme sie gerade irgendwie nicht. Warum denn auch nicht? Muss ich eine Runde raus? Ich will irgendwie beim Regen nicht raus. Ist voll gruselig und so, wisst ihr. Oh Gott, mach es aus. Vielleicht ist es auch dämonenabhängig vom Dämon hier. Weil wir bekommen seit letzter Zeit nur die Immolations-Dinger. Verdammt, ich muss hier nochmal raus. Nee, muss ich gar nicht. Ich muss ja hier erstmal ein bisschen Spaß haben. Genau. There we go. Here we go again. Warum? Hab ich die Tür aufgemacht? Ich hoffe mal. Gottes Willen, was war denn das? Ich hab den Schatten gerade gar nicht mitbekommen, ne? Das war eher so, hä? Dann kam er mir schon entgegengeflogen. Mensch, ein entgegenkommender Dämon. Das war aber auch neu, dieses Ich bin hier. Toll, dass du hier bist. Ich will eine Filmsequenz hier haben, die mich weiterbringt. Oh. I have a key. So. Shyla. All right. Sie mir rolling. Ja, okay. Ach Mensch. Hast dich ein bisschen einsam gefunden, Dämon? Wir regeln das mal später, ne? Schön drin bleiben. Ein junger Mann muss, junge Dame, die Angelie.
Lina. Ich möchte auch mal kurz abgefertigt werden. Ich bin sofort bei dir. Und besorge mir bitte diese eine Filmsequenz. So traurig. Ich glaube, ich hatte diese Szene nur einmal. Oder höchstens zweimal. Das ist so ärgerlich. Ja, gut. Nein. Angelina. Angelique, wollte ich schon sagen. Oh. Mit dem kann ich nicht besonders viel anfangen. Ich dachte immer, das wäre die Szene gewesen. Du bist laut, mein Freund. Ich dachte eigentlich immer, das wäre die Sequenz, aber nein. Weil ich kann hier, ich hab 10. 10 und hier kommt dann die 5 hin, oder wie? Oh. Ich habe nichts dabei. Achso, ist glaube ich egal. You should have died when you had the chance. Winkt er da hinten? Hallo! Oh. Ja, bleib doch mal los. Tür ist offen. Ich hab hier noch einen Körper. Den ich gerne noch ein bisschen exhumieren möchte. Raussaugen möchte, abpumpen möchte. Einfach so. Vielleicht bekomme ich ja noch eine Filmsequenz. Ich hoffe, ihr habt mein Handy nicht schon wieder... Ich muss mich daran gewöhnen, dass ich das Handy woanders hinpacke. Ich glaube, die Vibration bekommt ihr so oder so mit. So. Angie. Ne? Ist alles hier nicht so feierlich, sag ich dir. Ich dachte eigentlich, der Job macht hier so ein bisschen Spaß oder so. Man muss mit niemandem reden, aber nö. Natürlich kommen hier immer wieder irgendwelche Gestalten rein, die dämonisch besessen sind. Da muss man mit diesen kommunizieren. Das ist wirklich anstrengend, sag ich dir. Oh mein Gott. Gekonnt ignoriert. Ich hätte Gärtner werden sollen. Warum sind die Türen zu? Ich meine, wir haben jetzt alle Symbole, alle Zeichen. Also können wir ihr auch noch ein Lächeln drauf zaubern. Das hört sich so auermäßig an, ne? There we go. Hey. Ist ein bisschen blass? Kann das sein, dass sie schon ganz schön grün geworden ist? Also von den ganzen anderen sieht sie am meisten schon grünlich aus. Ich
kann mich right. auch irren. Gut. Oh nein, komm. Ja, Granny, ey, wie ist immer noch Mama Kind? Es bleibt auch so. Nein, ich liebe meine Großmutter nicht. Hatte mit ihr auch nie was am Hut, also. I love my mama. Go. Ich muss arbeiten. Oh, steig ins Auto, da ist es wärmer. Die Tür ist übrigens auf, Trottel. Jetzt muss ich. Ja, schön, dass wir uns mal ausgesprochen haben. So, Angie, dann kommen wir mal, wir beiden Hübschen, zueinander. So. Weißt du, Angie, das ist wirklich, ey, dieser Shop. In jeder Nachtschicht hab ich ein... Die Tür ist ganz schön dunkel geworden. Hab ich immer ein Dämon irgendwie. Ich will das nicht haben, was da hinten ist. Sollte ich dies ignorieren? Ich ignoriere es einfach mal. Mal sehen, was passiert. Vielleicht sollte ich es nicht ignorieren. Gut. Ey, Angie, das war nur das Licht, ey, ne? Ist wahrscheinlich einfach nur so ohne Grund ausgegangen. Ach ja, weißt du, die kleinen Kinder heutzutage namens Al, ich kann den Namen noch nicht mal aussprechen. Ihre Augen sehen verdammt nochmal creepy aus, ne? I can't use that here. Ich vergesse es jedes Mal, es tut mir leid. So, dann würde ich mal sagen, nehme ich mir mein Stück Papier, was mich überhaupt nicht beschützt. Ich habe zwar alles, aber wer weiß, vielleicht finde ich ja noch irgendwas. Na, Junge, geht's dir... Ich wollte wedeln. Mann, das hat nicht geklappt. Ich wollte ihn jetzt gerade stänkern, den Dämon. Ja, ich gehe da doch gleich arbeiten. Ich kann dieses Geräusch absolut nicht ab, ne? Da will er, dass ich wieder arbeiten gehe. Das war mal cool. Das ist so widerlich. Ich hab Gänsehaut, Leute. YOLO. Einfach weiterarbeiten. Bin ich gut. Ach man. Nur weil ich ihn stänkern wollte. Der Bursche hat da hinten das Licht schon wieder ausgemacht. Ich glaube, es hat ihm nicht gefallen, dass ich ihn stänkern wollte. Leute in Horrorspielen immer meistens rückwärts laufen. Das klappt irgendwie. So, dann drücken wir erstmal hier das Teil rein. Warum denn auch nicht? Ich glaube, ich werde heute wieder nicht die Filmsequenz bekommen. Sorry, Leute.
aber sie ist randommäßig, ich kann da nichts machen. There we go. Entschuldigung. Wow. Das war neu. Ich hasse diesen kleinen Abstellraum, wo kein Licht ist. So. Oh, da juckt ja ein die Nase. Oh Gottchen. Jetzt haben wir... Oh Mann, komm schon, Elle. Ärgerlich. Alright. Alright. Ist er okay? Ist er schon drin? Rabiat, ey. Ich glaube, ich bekomme wieder dieses eine Teil nicht. Dich können wir eigentlich so packen, dass du schon für die Abholung bereit bist. Na, bleib mal kurz hier liegen. Dein Ernst? Da stand gerade einer. Hilfe. Ich weiß ja nicht, ne? Wir sind fertig. Ich muss jetzt wieder gucken, ob ich vielleicht irgendwas bekomme oder ob die Musik vorher losgeht. Ich glaube, die Musik wird vorher losgehen. Wow! Wenn ich jetzt den Marker hier nehme, kann es auch passieren, dass die Musik dann anfängt und ich den unbedingt verbrennen muss. Tanzt ein Biber, Butzelmann in meinem Kreis herum. Oder muss sie hier sein? Nee, ich glaube, sie muss da sein. Jetzt! Jetzt! Jetzt aber! Gibt's hier Internet? Kann ich irgendwelche Spiele spielen? Vielleicht... So ein bisschen. Guck mal, er liegt da hinten, der erfriert sich schon. Hat. Nee, das sag ich jetzt nicht. Ich dachte gerade, da ist ein Gesicht oben. Ich hab Beine. Hui. Vielleicht muss ich ihn hier hinzimmern.
mir leid, Leute. War das mein Schatten? Nein, Schatz, sie eigentlich nicht. Du grinst schon viel zu sehr. Ihr Dämonen müsstet eigentlich mal lernen, dass ihr nicht grinsen dürft. Leichen sind nicht glücklich, wenn sie tot sind. Hilfe! Ich bekomme diese Filme, ich bekomme sie einfach nicht. Das in Ordnung. Au. You've come a long way. It's nice not to be the one down there for a change. Mr. Dover? I think you can just call me Raymond. Zweites Ende. Do you always just pass out and wake up on the floor? It takes a lot out of you. I've never simply walked out of here after. You get used to it. I'll be sure to clean the floors better. Raymond, will this ever end? I honestly don't know. I've been doing this a long time, Rebecca. I've traveled all over, learning everything I can. I've never found anything that could put a stop to it. So no, I don't think it does. So, we're just like this forever? It was hard for me too. But this is the life we get. We have to face our worst selves, constantly. But the better we know ourselves, the stronger we are. Why don't you head home? Get some rest. Ja, definitiv werde ich jetzt gut schlafen können. Danke. Ich hoffe, ich werde hier wenigstens gut bezahlt, mein Freund. Gut, ja, wie oft haben wir schon das zweite Ende bekommen? Sehr oft wahrscheinlich schon. Ah, 7 Dämonen haben wir schon verbannt. Hatten wir schon mal wirklich alle Körper? Ich glaube, das hatten wir schon mal probiert. Gut, meine Lieben. Ja, ich bekomme einfach diese eine Szene nicht, die mich das fünfte Ende dann bescheren könnte. Es kommt einfach nicht. Ich, keine Ahnung. Muss ich mal gucken. Auf jeden Fall bedanke ich mich. Entschuldigung. Bedanke ich mich fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.